Ja, ich grüße dich zu diesem Video und heute schauen wir uns mal die größten Fehler an, die in der Kaltakquise, also telefonische Kaltakquise, und das ist mal die Basis für jede andere Akquise, sprich für jeden, wie für jede Form der Umsatzgenerierung ist nun mal die Kaltakquise essentiell, das ist das Fundament, denn egal in welchem Business, egal welche Branche, Nische, egal in welchem Land auf der Welt, alles beginnt mit der Kaltakquise. Ja? Also, aus meiner langjährigen Erfahrung habe ich so oft gesehen, dass Folgendes einfach falsch gemacht wird. Man recherchiert erstmal den Entscheider. Okay, hier oben ist der Entscheider. Man setzt diesen Entscheider also, diesen einen Entscheider, ja. Man baut sich so eine Art Pyramide, ja, was erstmal nicht verkehrt ist, aber man setzt diesen sozusagen an erster Stelle und dann macht man Folgendes, dann ruft man an der Zentrale an. Zentrale. Hier rufst du an. Ja, mit deinem Telefon. Und was passiert? Du wirst nicht durchgestellt. Durchstellen nicht möglich. Bitte schicken Sie eine Info, etc. Noch besser, an die IT-Abteilung wird bei uns grundsätzlich telefonisch nicht mehr durchgestellt. Bitte schicken Sie eine E-Mail an die info-it@ und Domainname der Firma. Ganz neue Policy. Also ganz, ganz neue Regeln in großen Firmen und so weiter. Tja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? In vielen Callcentern, besonders in den großen Callcentern, wo es um die Masse geht, eine Schlagzahl sozusagen in den Bericht reinzuschreiben. Wir haben heute 120 Wahlversuche gehabt pro Callcenter Agent. Ja? Da ruft er einfach immer wieder an. Ne? Und dann ist im System drinnen, Anruf, Wahlversuch, 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 Wahlversuch. Und ich hatte hier schon, es gibt hier Callcenter Agents, die haben hier bis zu, sagen wir mal, 70 Calls in der Woche. Ja? In dieser einen Firma, wo es sowieso nie durchgestellt wird oder so gut wie nie. Einfach mal schauen, ne? Vielleicht kommt ja mal die Zentrale, vielleicht kommt ja mal eine Praktikantin, sitzt da zufällig dort. Und ganz ehrlich, das mag funktionieren. Das mag sogar funktionieren. Ja, es ist sogar, sagen wir mal, sehr aufwendige, zeitaufwendige und valide Strategie. Warum? Heute ist mir das zum Beispiel passiert bei einem meiner Mitarbeiter. Wir haben hier angerufen bei einer Firma, die normalerweise eine kleinere Firma, von der wussten wir das noch nicht, die hat normalerweise auch eine Wir stellen niemals durch Regel aufgestellt. Und ein anderer Mitarbeiter hat den Case übernommen und hat trotzdem nochmal angerufen, zufällig zur Mittagszeit. Und in der Mittagszeit, als alle anderen in Mittag waren, saß nur eine Person in der ganzen gesamten Zentrale und das war eine Azubi. Ja, das war eine junge Dame, vielleicht 16 Jahre, 17 Jahre, ein Azubi, der irgendwie seine zweite Arbeitswoche, ja, und wusste von nichts und hat uns hier bereitwillig sämtliche Durchwahlen der IT und so weiter ausgehändigt. Aber das ist sehr, sehr selten und da gibt es einfach noch eine bessere Strategie und die kommt jetzt. Also, anstelle, dass wir sagen, okay, das Ganze hier ist eine Pyramide, es gibt hier, ja, wir wollen jetzt irgendwas verkaufen, irgendein Produkt oder Dienstleistung, ja, und wir sagen, es gibt genau einen Entscheider, ja, was so in aller, also sagen wir mal, jede Firma, die mehr wie 100 Mitarbeiter hat, und mehr wie 10, 50 Millionen Umsatz macht, hat mehr wie einen Entscheider. In der Regel, ja, in der Regel ist es so. Und selbst wenn nur ein Inhaber dort ist und nur eine Person letztendlich den Haken dran setzt, die Unterschrift setzt, den Stempel drauf setzt, wir kaufen diese Produkt oder Dienstleistung, selbst dann gibt es immer sehr, sehr starke Influencer, sprich Partner, weiteren Gesellschafter, irgendwelche Direktoren, irgendwelche, bei den größeren Firmen sind es meistens CIO, CMO, COO, ja, wenn du die ganzen Namen jetzt nicht alle kennst, ist auch egal. Auf jeden Fall, es gibt immer mehrere Leute. Warum?
Ganz einfach. Das ist so wie bei der Bank, wenn du zur Bank gehst und willst einen Kredit. Es gilt das Vier-Augen- oder teilweise sogar Sechs-Augen-Prinzip. Ja? Weil es soll damit vermieden werden, dass du dich mit deinem Bankberater so gut anfreundest, dass er dir irgendwann mal nicht mehr richtig entscheiden kann, ob du kreditwürdig bist oder nicht und dir Kredite gibt, deren Bonität du eigentlich gar nicht hast. Also gilt das Vier- und Sechs-Augen-Prinzip. Das heißt, andere schauen nochmal auf deine Bewertungen, ja, ob du wirklich kreditwürdig bist, die Bonität tatsächlich hast, und zwar Personen, die dich noch nicht so gut kennen, die keine Beziehungen mit dir haben, mit denen du auch noch kein Vertrauen aufgebaut hast. Ja. Und dann wird es eben nochmal geprüft. Und dieses System der Prüfung, das gilt in jeder Firma. Ja, in jeder Firma. Das ist nun mal was anderes, ob du zu Hause bei Oma und Opa anrufst und denen eine Lebensversicherung verkaufen willst, dass du eben maximal zwei Entscheider, aber selbst da ist es häufig so, dass bei vielen Dingen, wenn es ums Finanzielle geht, der Sohn, die Tochter noch was zu sagen haben, der Schwager was zu sagen hat, der Neffe, der Enkel, alle, weil er zufällig Anwalt ist, weil er zufällig Steuerberater ist, etc. etc. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen teilweise an einer einzigen Entscheidung partizipieren. Und das Ganze ist natürlich der eigentliche Grund in der sozusagen der B2C-Welt ist, weil die meisten Leute Entscheidungen gerne vermeiden. Ja, die wenigsten sind so richtige Entscheider. Und in der B2B-Welt, in der Business-Welt ist es eben so, weil es System ist. Ja, um eben Kontrollmechanismen da dort zu haben. Häufig ist es eben noch ein Controller, also der COO oder ja, noch ein weiterer Gesellschafter und so weiter, sehr, sehr häufig. Oder der Einkäufer, der dann auch noch ein bisschen drauf schauen muss, passt es jetzt wirklich zu unserem Budget? Ja? Also du kannst einen Entscheider, wenn du da jemals durchkommen solltest, kannst du den so weichklopfen, dann können trotzdem noch andere sozusagen den sehr stark beeinflussen. Und wenn wir das schon wissen, ja, und viele arbeiten aber nicht so, dann können wir auch darauf hinarbeiten, indem wir einfach sagen, eine Firma ist doch ganz anders aufgebaut. Eine Firma ist doch nicht mit einer geraden Hierarchie aufgebaut. Ja? Und das ist noch eine sehr starke Tendenz im Vergleich noch zu vor 30, 40 Jahren, wo einfach in Deutschland die Firmen sehr starke Hierarchien hatten. Mittlerweile ist es doch so, dass eine Firma, wir lassen das mal so. Ja, wir machen mal einen neuen Slide. Wenn das jetzt die neue Firma ist, ja, dann haben wir einen Entscheider, ich mache hier mal ENT für Entscheider, den haben wir hier in der Mitte sitzen, mehr oder weniger. Ja. Und dieser Entscheider, der fällt die Entscheidung, sagen wir mal, zu 60-70%, was auch immer. Aber dann haben wir hier zum Beispiel die Vertriebsabteilung, Fachabteilung Vertrieb. Ja? Dann haben wir diese verschiedenen Fachabteilungen, hier zum Beispiel die Fachabteilung Marketing. Ja? Die Fachabteilung Marketing ist sehr, sehr stark mittlerweile, weil man festgestellt hat, dass man zum Beispiel, dann kommen wir gleich zur nächsten Fachabteilung, Produktion. Ja, dass man sozusagen nicht mehr produziert, immer weiter weggeht vom Trend, einfach zu produzieren, maschinell und standardisiert, ohne ständiges Feedback von der Marketingabteilung zu haben. Das heißt, diese Bereiche, die verschmelzen alle mittlerweile. Ja? Und hier machen wir dann so zum Beispiel noch, was haben wir denn hier noch für eine Abteilung? Die IT-Abteilung, ja. IT-Abteilung. Und die IT-Abteilungen, die verschmelzen immer mehr mit dem Marketing und dem Vertrieb, ja, und auch mit der Produktion, sprich Industrie 4.0, ja, vielleicht schon mal davon gehört, ja. Dann der Vertrieb verschmilzt immer mehr mit Marketing und IT, daraus wird dann sowas wie eine Business-IT, ja, ich weiß gar nicht, wo ich die hinzeichnen soll. BT, ja, eine BT, und die ist sozusagen, da gibt es dann vielleicht einige Unterabteilungen, kleinere Abteilungen. B
BT E-Commerce, ja, BT Online-Marketing, BT Produktions-IT. Ja, also da sitzt dann eine Gruppe von IT-Lern, die sich nur mit der Produktion beschäftigen, also aus IT, also aus EDV-Sicht. Ja, also sowas wie eine allumfassende EDV-Abteilung gibt es dann plötzlich gar nicht mehr. Ja? Also es besteht momentan, ist also die komplette Wirtschaft, Industrie, ja, produzierende Gewerbe, Großhandel, was auch immer, wo auch immer du hinschaust, Chemie, Pharma, ist sehr stark im Umbruch in den internen Strukturen. Und wir in der Kaltakquise, wir können uns das zunutze machen, ja, indem wir nämlich dann wissen, es gibt ganz, 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 ganz viele Touchpoints, wo wir rein telefonieren können, bei Leuten, die nicht so genervt sind, bei Leuten, wo, wenn du anrufst, es nicht heißt, oh mein Gott, heute bist du der 25., heute bist du der 30., heute bist du der 40., boom. Ja? Das heißt, telefonische Kaltakquise kriegt nochmal ein völlig neues Gesicht. Ja? Telefonische Kaltakquise kriegt nochmal völlig neue Opportunities, also völlig neue Möglichkeiten, ja, wie du in eine Firma reinkommst, wie du eine Firma profilierst, ja, wie du eine, also ein Profiling erstellst, nämlich eine Analyse machst, gesamtheitlich von der Infrastruktur und dort eben dann an den Produkten und Dienstleistungen, insbesondere in der IT, wo wir tätig sind, verkaufen kannst. Aber das kannst du auch für jede andere Produkte ja, nutzen, diese Strategie letztendlich. Ja, und dieses mit dem richtigen Mindset herangehst, ja, wie sie sozusagen immer mehr Firmen aufgebaut sind, und wie immer mehr Firmen sozusagen langsam funktionieren. Ja? Du hast teilweise Leute dran, die gar nicht richtig wissen, okay, zu welcher Abteilung gehöre ich eigentlich gerade momentan und so weiter und so weiter. Es gibt fast niemanden mehr in der IT, den du anrufst, der dir nicht folgenden Satz gibt. Du sagst deinen Satz, du hängst zum Beispiel deinen Leitfaden, sagst, wie sieht es momentan aus, Bedarfssituation, gibt es derzeit Projekte, etc., etc. Bin ich dabei im Richtigen? Dann sagt, es gibt fast keinen ITler mehr in irgendwelchen größeren Firmen aktuell, und das ist schon längere Zeit so, der nicht sagen würde, ach, wir befinden uns gerade in einer unglaublichen Restrukturierung. Ja? Telefonieren Sie uns mal wieder, rufen Sie mal wieder in 6 Monaten an. Dann musst du natürlich dranbleiben, weil genau diese Restrukturierung ist genau deine Chance. Ja? Also nur mal so als Tipp, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ja? Das ist sozusagen, du hast hier einen Touchpoint, ja, du kannst hier anrufen, du kannst hier anrufen, du kannst hier anrufen, du kannst hier anrufen und du kannst überall richtig sein, du kannst überall falsch sein, du musst es einfach, also du musst fleißiger sein denn je, also das, da hat sich nichts dran geändert, ja. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein Produkt oder Dienstleistung hast, ein Dienstleister, für den du Akquise machst, der mit E-Commerce zu tun hat, ja, dann kannst du hier richtig sein, du kannst hier richtig sein, du kannst aber auch hier richtig sein, ja, da eher nicht, aber du kannst zum Beispiel hier, es gibt eine extra Abteilung, also immer mehr Firmen haben extra Abteilungen, das ist Produktion, und dann haben die nochmal eine extra Abteilung, die heißt Produktmanagement, ja, und auch da kannst du richtig sein, wenn es um das Thema E-Commerce geht. E-Commerce, ja, auch da kannst du einen Touchpoint haben, ja, und um dann letztendlich in den nächsten Conversion-Schritten, also nächsten sozusagen dann in den Verkäufergesprächen und in den Vor-Ort-Gesprächen, wenn sie wieder möglich sind und so weiter, sind dann mit 100%iger Sicherheit Vertreter in diesen Gesprächen, von Produktmanagement ist einer drin oder zwei, vom Marketing sind ein paar drin, vom Vertrieb sind ein paar drin, von der IT ist da noch ein paar drin, vielleicht von der Business-IT, vielleicht von der Business-IT, ja. Und es wird keine Meetings mehr geben unter 5 Leute Minimum. Ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Es ist wirklich, es sieht zwar etwas chaotisch aus, aber es ist auf jeden Fall die Zukunft, ja. Und das hier ist die Vergangenheit. Das gibt es nicht mehr. Dass du sagst, hey, ich recherchiere einen Entscheider oder ich setze eine Praktikantin hin, die recherchiert mir sämtliche CIOs einer Firma. Also ich habe eine Liste von 500 Firmen, da würde ich gerne eine Akquise machen. Ja? Also recherchiere mal hier mal 500 CIOs, ja? Oder IT-Leiter,
und dann rufe ich da an. Ja, zack, 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 zack. Funktioniert nicht mehr so gut, wie es mal war. Und ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Hau rein und wir sehen uns im nächsten Video, ja? Toi, 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 fette Beute.